Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend und heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Folge von unserem wunderschönen Anno 1800 Let's Play. Wie ihr seht, greifen wir bereits die Insel vom Admiral an oder fangen gerade, besser gesagt, mit unserer großen Offensive an. Denn heute stehen alle Zeichen auf Krieg. Und während wir hier oben mit unseren Dreadnoughts versuchen, massig Schaden zu verursachen, indem wir als erstes die großen Geschütze außer Gefecht setzen, die uns das Leben hier ganz schön schwer machen, kehren wir mit unserer kleineren Flotte hier ein bisschen Richtung Süden runter und kämpfen hier gegen seine Schiffe, um die dann vielleicht auch noch entsprechend aufzuhalten, da wir mit den Schiffen wahrscheinlich hier relativ schnell größere Verluste einfallen würden, teilen wir unsere Streitkräfte hier ein bisschen auf. Und heute stehen dann tatsächlich die Zeichen sehr, sehr, sehr stark auf Krieg. Wir werden alles versuchen abzubrennen und niederzureißen. Und schauen, wie weit wir kommen. Ich schrecke auch nicht davor zurück, heute einiges an Schiffe einzusetzen. Wir zerstören auf dieser Seite der Insel jetzt erstmal alles. Und dann werden wir gleich weiterziehen auf die andere Seite. Ah, cool, der schickt da sogar schon mehr Schiffe. Wunderbar. Wir können mal ganz kurz die Chance nutzen und unseren Clipper schon mal hier vorne hinpacken. Haben wir noch einen? Was ist das? Doch, wir haben noch einen. Die schicken wir mal kurz hier hin. Den werden wir nämlich jetzt schon mal vollladen. Und den anderen mit Ziegeln. Komm schon. Ja. Ein paar Sekunden habe ich bestimmt da unten noch. Und jetzt schicken wir die zwei Clipper schon mal hier runter. Weil wir nämlich gleich unsere Schiffe brauchen. Mit den Materialien. Okay, jetzt haben wir hier alles vernichtet. Also wir können hier mal ganz kurz rumfahren und halten jetzt mal kurz den Abstand. Fahren hier hin und hoffentlich alles in der Zeit, bevor er wieder aufbauen kann. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht zu nah an diese Insel kommen. Sonst werden wir von hier aus nämlich auch noch beschossen. Und das würde ich ungern riskieren, wobei wir diese Insel dann direkt danach noch einnehmen werden. Wir fahren jetzt erstmal um die Insel drumherum. Und jetzt nehmen wir hier noch ein paar Minen mit. Das ist natürlich ärgerlich. Aber das lässt sich nicht verhindern. Die sind hier tatsächlich einfach überall. Aber zum Glück stecken unsere Dreadnoughts die ganz gut weg. Ich hoffe jedenfalls, dass das so bleibt. Wir bauen aktuell noch keine Schiffe direkt nach, sondern warten damit ein bisschen. Ah, wir sind komplett leer, was Nähmaschinen angeht. Weil wir auch einfach wieder super viel davon exportieren. Das heißt, wir nutzen mal ganz kurz unsere vorhandenen Ressourcen und bauen hier vielleicht tatsächlich nochmal zwei hin. Ah, ich hoffe, dass wir hier gleich noch ein bisschen Öl hinkriegen. Das wäre tatsächlich ganz cool. So, wie sieht's hier aus? Aktuell noch kein weiteres Schiff verloren. Das ist ja wenigstens schon mal etwas. Das heißt, wir können dann tatsächlich gleich unsere Dreadnoughts vorschicken. Am besten einen von denen, die noch heile sind. Also richtig heile. Und den werden wir zuerst reinschicken, weil hier haben wir tatsächlich ein bisschen mehr Gegenwehr. Mein Plan ist es, reinzuspazieren, den Kontor zu zerstören. Dann die zwei dicken Werthers und dann die schweren Hafengeschütze. Und das dürfte dann tatsächlich, glaube ich, eigentlich sogar schon gereicht haben. Ich glaube nicht, dass da dann noch viel mehr Gegenwehr kommen wird. Okay, gut. Das können wir noch verschenken. Perfekt. Wir sind auch noch außerhalb der Reichweite, oder? Ja, ganz knapp. Also wir kommen jetzt gleich schon in die Geschützreichweite hier von der Hafenartillerie. So, jetzt können wir die beiden tatsächlich vorziehen. So, und dann schauen wir mal. Kurz mal umschalten auf keine Formation. So, jetzt weiß ich, dass die beiden gleich erstmal die ersten Schüsse abkriegen. So, den Kontor bitte zuerst mit allen Schiffen. Kontor, dann dicke Berthas und dann die drei. Wagen wir das mal so. Ah, okay, der kriegt schon reichlich Schaden ab. Nehmen wir mal kurz meine kleinen Schiffe hier raus. Ah, kommt her. Okay, ich bin zu nah an den anderen Hafen noch dran gekommen. Das müssen wir mal ganz kurz unterbinden, indem wir unsere Schiffe hier ein bisschen mehr reinziehen. Wie sieht es mit dem Kontor aus? Okay, der Kontor gibt jetzt gleich schon auf. Ah! Seeminen, Seeminen.
Los, schießt die auf die Geschütze hier vorne. Schießen die immer noch? Ah, okay, die kommen ja an meine Dreadnought-Klasse dran. Das ist tatsächlich ärgerlich. Ah, komm schon. Die dicken Berthas sind beide in Schutt und Asche gelegt. Oh, wir könnten tatsächlich halbwegs glimpflich hier aus dieser ganzen Situation rauskommen. Wenn wir jetzt mal schaffen, hier tatsächlich die Geschütze endlich außer Gefecht zu setzen. Komm schon. Wie sieht's aus? Ah, den können wir nicht wegziehen. Wir müssen hoffen, dass die Insel fällt, bevor das Ding hier kaputt geht. Fahr bloß nicht durch eine Mine durch jetzt, Kollege. Ah, jetzt komm schon. Das wäre das Schlimmste, wenn jetzt hier eine Seemine hochgeht, da wo die alle meinen, gerade herfahren zu müssen. Wie sieht's aus? 2000 noch. Wird eng. So, meine beiden Clipper, den nicht. Können wir schon mal hier hinziehen. Dann hier unten lang. Nö, Quatsch, wir können die direkt hier hinziehen. Wir ziehen den Hafen nämlich jetzt gleich direkt auf die andere Seite. So, jetzt wäre es cool, wenn hier alles mal langsam den Bach runtergeht und die Insel platt ist, bevor das Ding stirbt. So, Sportsfreund. Sag mal, wie viel Moral hält das Ding denn noch aus? Okay. Endlich. So, weg hier. Schnell auf die Seite abhauen hier. Wäre cool, wenn ich jetzt nicht noch ein Schiff verliere. Wo ist der Kontor? Da. Ah, wir haben auch was verloren. So, zack. Das hier noch mit? Ah. Wir versuchen lieber mal kurz hier schnellstmöglich wegzukommen auf die Seite. So, der ist hier. Wo ist der? Ah nein! Oh, wie dumm. Ich habe nicht im Gefecht gemerkt, dass meine Schiffe hier versucht haben herzufahren. Okay, das war tatsächlich ein ganz klein bisschen dumm. Dumm, 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 dumm. Aber unsere Flotte steht noch. Wird sich jetzt hier in Sicherheit bringen. Was ist hier? Ah, okay, nur ein Frachter. So, wie sieht es hier mit der Versorgung aktuell aus? Tatsächlich alles voll? Das gibt's doch nicht. Okay. Warum nicht? Okay, überraschenderweise werde es Krieg und wir können uns scheint unseren ersten Wolkenkratzer bauen jetzt gleich. Tatsächlich? Ah ne, das sind andere Gebäude. Aber müsste jetzt gleich dann tatsächlich der Fall sein. Okay, das ist ja tatsächlich jetzt nice. Da hätte ich nicht mit, wieso kann ich die nicht mit dem Tool auswählen? Okay. Okay, Wolkenkratzer geben per se schon mal nicht automatisch Einfluss. Das ist tatsächlich ganz interessant und gut zu wissen. Das ist wirklich nice. Also das freut mich wirklich. Hat sich die ganze Arbeit jetzt doch ein bisschen gelohnt? Ja, ich weiß, dass euch das nicht gefällt und dass man da achten muss, dass die sich gegenseitig nicht verdecken und was weiß ich nicht was. Aber bleibt erstmal cool. Und jetzt haben wir tatsächlich das Bedürfnis nach Kaufhaus dann auch schon freigeschaltet. Wunder, wunderbar. Ja, die Insel holen wir uns gleich. Die ist tatsächlich keine Herausforderung. Hier haben wir schon, ohne dass wir es tatsächlich wollten, das erste Geschütz fast komplett zerlegt. Also tatsächlich nicht der Rede wert. So, jetzt gucken wir mal kurz, dass wir hier nochmal einen Clipper rauskriegen. Vielleicht bauen wir sogar noch einen. Nee, gerade nicht. Unsere ganze Flotte liegt vor Anker und wir haben tatsächlich keine Dreadnought und unser Schlachtschiff nicht verloren. Also die teuren Schiffe sind tatsächlich noch da. Gucken wir gleich mal, was wir auf der Insel bekommen haben. So, weg mit dir. Du fahr hier hin und schnell wieder hoch, mehr Material holen. Damit wir hier
den Reparaturkran bauen können. Dafür braucht man nämlich, glaube ich, Stahl und Ziegel noch, wenn ich mich nicht irre. Das war eins zu weit. Da ist er. Tatsächlich, Ziegel und Stahl fehlt. Und wir brauchen dazu noch eine Hafenmeisterei. Wo ist die? Da. Wunderbar. Auch Ziegel. Hier auf der Insel werden wir direkt jetzt gleich mal anfangen aufzubauen. Oh, da steht noch eine Straße. Und dann wird hier ein Pendlerkai hingesetzt. Das wird tatsächlich, ich glaube, eine Insel, in der wir hauptsächlich einfach Bevölkerung aufbauen werden. Was ist das denn? Ach du heilige Kacke. Was ist das? Okay. Nehmen wir mal die Schiffe, die halbwegs noch in Schuss sind. Okay, entladen wir das mal. Das habe ich ja gerade gar nicht gesehen. Okay. Krass. Wer wird denn jetzt angegriffen? Wer schießt denn jetzt hier? Ist unser Frieden vorbei? Ach nee, hoppala. Naja, da kann ich mich jetzt gerade nicht drum kümmern. Ich muss mal tatsächlich mal ganz kurz hier zusehen, dass ich von den Treibguten ein bisschen was aufsammle. Ich muss mal kurz gucken, wo ich hier rumfahren kann. Hier sind ja doch relativ viele Inseln und Gefahren. Fahren wir mal ganz nah an der Insel entlang und gucken, ob wir das hinbekommen. So, wie sieht es hier mit meinen Clippern aus? So, jetzt haben wir natürlich das Ding mit dem Kaufhaus hier. Wie groß ist das Teil? Oh, es passt sogar hier rein. Das ist doch ein Traum. Das ist doch tatsächlich ein Traum. Da kann ich mich ja nicht mal beschweren. So, jetzt brauchen wir noch ein paar mehr Handwerker. Müssen wir tatsächlich mal zusehen, dass wir das alles hier irgendwie vernünftig hinbekommen. Die können alle nicht aufsteigen wegen der fehlenden Universität. Wie ärgerlich. Die brauchen die Universität nicht mehr. Die schon noch. Okay. Müssen wir gleich wahrscheinlich noch eine weitere Universität bauen. So, jetzt wäre schön, wenn mein Clipper hier ankommt, aber der cruist hier noch durch die Weltgeschichte. Sind meine Schiffe schon da? Oh nein, es ist mir zu spät aufgefallen. Oh, das ist wirklich ärgerlich. Schade. Oh, das mit dem Treibgut nervt mich jetzt doch ein bisschen. Oh Mann, das wäre ja ein Riesenfund gewesen. Und ich habe es nicht direkt gesehen, weil ich den Kontor direkt weggezogen habe. Da hätte ich jetzt tatsächlich gerne gewusst, was das alles gewesen ist. So. Kann ich denn nicht jetzt mal kurz hier beschleunigen, indem ich mal kurz wenigstens ein Frachtschiff baue, damit ich mal ein bisschen mehr Sachen transportieren kann? So, hier kurz ein Wirtshaus neben noch. Und jetzt werden wir die Insel einfach vollpflanzen. So, mal kurz hier ein paar Straßen vorplanen, die ich dann kopieren kann. Dann ziehen wir gleich mit unseren Clipper Stahl und Ziegel hier runter. Ich hoffe, der ist jetzt da. Nee, er ist noch nicht da. Doch, da ist er. So. Das runter. Hier vorbei. Und hier hin. Dann kann ich nämlich den Reparaturkran und die Hafenmeisterei aufbauen. Und dann geht's hier richtig rund. Dann werden unsere Schiffe hier unten repariert und dann holen wir uns direkt die nächste Insel. Bauen auf unserer Hauptinsel jetzt die ersten Hochhäuser. Auch das ist tatsächlich ein großer Erfolg für diese Runde. Und danke übrigens für das viele außerordentlich große Feedback zur nächsten Runde und den möglichen Siegbedingungen. Ich halte den Vorschlag von Donald und Manu tatsächlich für echt cool, dass wir gemeinsam in die nächste Runde im Livestream starten. Vielleicht gemeinsam sogar ausmachen, in was für Bedingungen wir uns begeben werden. So, jetzt gucken wir mal zu, dass wir hier noch ein bisschen Holzproduktion ans Laufen kriegen. Damit wir nicht alles die ganze Zeit hin und her. Also wir werden auf dieser Insel ein bisschen was produzieren müssen.
Also wir werden tatsächlich nicht dauerhaft einfach alles importieren. Das machen wir nicht mit. Da kommen wir auch nicht vernünftig vorwärts. So. Boost, 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 würde ich sagen. Zack. Zack, los geht's. Arbeitet. Schneller. So, hier schwankt es immer so ein bisschen. Ah, okay, wir haben sogar wieder alles erfüllt. Das heißt, wir werden tatsächlich jetzt einfach mal direkt das erste Kaufhaus hier reinwerfen auch und uns dann 25 Investoren pro Gebäude noch dazu holen. Hier müssten wir, glaube ich, jetzt die Toaster herstellen, ne? Was brauchen wir dafür? Zink, okay, haben wir gerade nicht auf der Insel. Bonuseffekt. Ah, okay, weniger Verbrauch. Das ist natürlich nice. Nehmen wir das. Haben wir denn noch eine Zinkmine hier? Nee, haben wir nicht. Und haben wir auch kein Zink auf Lager, oder was? Ah, tatsächlich. Kaum Zink auf Lager. Ein bisschen ungünstig. So, ein paar mehr Hochhäuser. Ich will ja tatsächlich jetzt mit der Einwohnerzahl drastisch nach oben. Oh, was ist hier los? Wer ist das? Tabak. Müssen wir hier ein bisschen auf die Jagd gehen in der Mitte? Ich habe tatsächlich das Gefühl, die machen sich jetzt hier langsam wieder ein bisschen breit. Das heißt, wir versenken als erstes den und dann schnappen wir uns den anderen. So, im Kap fehlt. Du brauchst doch gar keine La. Ah, der ist zu weit weg. Da war ich zu weit. Dann gehen wir doch hier hin. Das müsste passen. Super, perfekt. Das kriegen wir hin. Wunderbar. Eine weitere Insel erobert und näher am Sieg in unserem Let's Play. Und so wird es wahrscheinlich jetzt auch weitergehen. Also, ich habe es ja auch in den Kommentaren schon angesprochen. An für sich haben wir das Game ja schon gewonnen. Also, wenn man es tatsächlich mal ganz genau nimmt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Ding jetzt hier tatsächlich noch versaubeuteln, ja doch relativ, relativ gering. Würde ich jedenfalls jetzt mal. Also, ich traue mir natürlich alles zu. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Chance, dass wir das so wirklich richtig verkacken können, noch mal als gering ein. Außer es geschieht jetzt noch mal tatsächlich ein Wunder. Aber unsere Gegner bekämpfen sich ja tatsächlich einfach noch am laufenden Band selbst gegenseitig. So, jetzt können wir hier Folgendes noch mitnehmen. Noch mehr Stahl, das, das. Dann brauchen wir mehr Ziegel. Und nehmen noch mal Stahl mit. Und dann können wir direkt hier unten auch noch einen Pendlerkai hinsetzen. Den können wir uns nämlich erlauben. So, was soll das denn jetzt hier werden? Ah, okay. Das ist in Ordnung. Ups, da wollte ich gar nicht hin. Jetzt schauen wir noch mal kurz auf Diplomatie. Wie sieht's denn aus, Kumpel? Unmöglich. Ja, okay. Bei dem kann man sich aber einschmeicheln. Wie sieht's bei ihr aus? Okay. Die lässt sich nicht von mir beeindrucken. Und jetzt fahren wir mal kurz hier hoch und holen uns das Ding noch. Da habe ich nämlich keine Lust drauf, hier die ganze Zeit beschossen zu werden. Wo ist mein Clipper? Ah, da. Kommt langsam runtergefahren und mein Frachter mit den anderen Materialien dürfte jetzt auch gleich ankommen. Ihm fehlt Eisen und Zink. Eisen und Zink. Und hier fehlt natürlich schon wieder Strom, ne? Ich komme tatsächlich hier auch einfach nicht voran. Ich brauche mehr Öl, aber wir haben jetzt ja glücklicherweise noch eine Insel bekommen mit vier Ölquellen, die unmittelbar in der Nähe vom Hafen sind. Also ziehen wir den Kontor. Ah, nee, können wir. Doch, kann ich machen. Es müssen ja nur die Sägewerke in der Nähe vom Kontor sein. Das passt also. Ziehen wir die mal kurz hier hin. Die stören da gerade ein bisschen. Und plan einfach mal immer weiter ein bisschen mehr aus. Ich weiß gar nicht, ob der Ölhafen überhaupt mit der Straße verbunden werden muss. Ich meine nicht. Und wieder kann ich nicht alle mit. Ah doch. Ich nehme meinen Zorn zurück. Das dürfte passen. Super. Können wir das machen?
Können wir jetzt vorsichtshalber auch schon mal einen weiteren Öltanker bauen. Und dann können wir die nächste Ölroute aktivieren. Und das dürfte dann tatsächlich auch hier beitragen, dass sich die Lage hier noch ein bisschen mehr entspannt. So, wo kriege ich jetzt noch Zink her? Habe ich keine Insel? Doch hier. Hier könnte ich mir eine Zinkmine bauen. Bo-bo-bo-bo-bo. Ich muss Sie bitten, nichts anzufassen, das Sie nicht auch kaufen. Na, relativ große Reichweite, das ist ganz gut. Eigentlich sollte ich jetzt auf Wolke 7 schweben. Okay, das füllt sich auf, aber die Elektrizität fehlt gerade. Aber auch das Problem dürfte sich Das zeitnah wieder klingt wirklich erledigen. gut. Stellen Sie sich nur die Prospekte Schade, vor, dass man bei den die Kraftwerken, ich glaube, ich habe es schon mal in einer anderen Realität Folge gesagt, bestätigen. keine Priorität einstellen kann. Welches Kraftwerk das wichtigste ist und so weiter und so fort. Das wäre dann tatsächlich doch noch recht nice. So, und wieder hoch mit dir. So, aufbauen. Nein, keine 20 Bretter. Besetzt die Station. Wer hat denn den Kran dabei? Den hat doch einer hier, oder? Der. Komm, fahr mal hier ran und lad den Kran schon mal ab. Immerhin sind wir gleich in der Lage, die Hafenmeisterei zu bauen. Und dann läuft das auch. Noch schwimmen wir So, Admiral. ausladen. Dann reparieren wir Vom hier. Stapel Dann gelaufen. holen wir uns die Insel. Ah, dann werden wir uns die Insel holen, die Insel und als letztes werden wir uns wahrscheinlich die von Miss Hunt holen. Da hätte ich tatsächlich gerne noch ein paar neue Kriegsschiffe aufgebaut. Immerhin hat sie hier auch ein. Ah, okay, was hat die vor? Die fährt gen Norden. Ich glaube, die holt sich die kleine Insel hier. Die werden wir aber nicht verteidigen. Also, das werden wir tatsächlich ignorieren. Das lassen wir. So, jetzt können wir das aufbauen und packen in die Hafenmeisterei das Ding rein. Ja, wir bezahlen. Das ist viel Wir für könnten einen natürlich Kaiser. jetzt auch mal einen Trick machen. Zack, Waffenstillstand. Unmöglich. Unmöglich. Okay, hätte ja sein können, dass das klappt. Vorsicht ist mein Hirte. So, aber nichtsdestotrotz dürfte tatsächlich jetzt richtig ordentlich repariert werden hier. Und das Ganze sogar sehr, sehr, sehr schnell. Gucken wir mal, wo sie hinfährt. Das Einzige, auf das wir tatsächlich aufpassen müssen, ist, dass sie nicht auf die Idee kommt, Crown Falls direkt anzugreifen. Da müssen wir ein Auge drauf haben. Na, wir können tatsächlich dann auch nochmal in drei Kanonen investieren. Also wenn sie hier zu nahe kommt. Okay, sie dreht ab, das war klar. Okay, es passiert genau das, was wir vorhergesagt haben. Aber die Insel ist mir tendenziell tatsächlich egal. Kann ich hier die Shares verkaufen? Ah, okay, geht nicht. Man kann nicht. Das war ja schon mal die Diskussion von dir, Donald, ob das möglich ist. Das geht wohl nicht. Aber. Mit diesem Verlust unserer kleinen Insel werden wir uns dann doch für heute verabschieden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge morgen bereits wieder und greifen weiter unseren Feind an. Bis dahin, euer Chris.